Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian. Heute hat mir die Ines aus Rosenheim geschrieben und die Ines schreibt mir, eure Kollegen im Bundestag verzichten jetzt ja wegen Corona auf ihre Diätenerhöhung. Wie haltet ihr das in Bayern? Ja, liebe Ines, ich bin der festen Überzeugung, Politikerinnen und Politiker sollten grundsätzlich nicht an ihrer eigenen Gehaltsschraube drehen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass unser Bayerischer Landtag schon im Jahr 1996 als damals eines der ersten Parlamente in ganz Europa eine kluge Lösung für dieses Problem gefunden hat. Wir haben nämlich die Bezahlung der bayerischen Politiker über einen Index an das Einkommensniveau der Menschen in Bayern gekoppelt. Das führt dazu, dass wenn sich Corona nun auf den Geldbeutel der Menschen im Freistaat auswirkt, das auch in gleicher Weise sich niederschlägt in der Bezahlung ihrer Volksvertreter. Wir halten es als Freie Wähler Regierungsfraktion für ausdrücklich richtig und wir begrüßen auch, dass nun auch Ministerpräsident Markus Söder und seine Kabinettsmitglieder überlegen, sich mit ihren eigenen Einkommen ebenfalls dieser transparenten, dieser fairen, ja dieser klugen Lösung des Bayerischen Landtags zu über- und unterwerfen. Weil das so geregelt ist, ist jede darüber hinausgehende Unterbietungsdiskussion reiner Populismus. Davon raten wir als Regierungsfraktion ab. Wer noch mehr im Kampf gegen das Coronavirus und zur Bewältigung seiner Folgen beitragen möchte, der ist herzlich eingeladen, darüber hinaus in seinem Stimmkreis ganz konkret noch zu spenden, beispielsweise einen Gastronomen zu unterstützen, der jetzt geschlossen haben muss, einen Künstler zu unterstützen, der jetzt nicht auftreten kann. Dem Grunde nach ist diese Thematik aber im Bayerischen Landtag schon weit vor Corona, schon im Jahr 1996 gelöst worden. An diese Regelungen des Abgeordnetengesetzes sollten wir uns gebunden fühlen, sowohl jetzt, wenn uns der Populismus lockt, als auch im nächsten Jahr, wenn das dann möglicherweise bedeutet, dass es sehr zu Recht auch für die Politiker, die Volksvertreter in Bayern, erhebliche Gehaltseinbußen wegen Corona geben könnte. Was für die Menschen in Bayern gilt, das muss auch für ihre Volksvertreter gelten. Wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet sie gerne unten in den Kommentaren. Dann geht es vielleicht nächstes Mal um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.